Hallo, heute sprechen wir über gleichwertige Brüche. Also im Endeffekt sind es Brüche, die den gleichen Wert haben oder man könnte auch sagen gleich groß sind, aber vielleicht anders geschrieben werden. Und da gibt es ein paar schöne Beispiele, die wir dazu nehmen können. Also fangen wir einfach mal mit dem Bruch einhalb an. Und anstatt abstrakt als Zahl wollen wir uns einfach mal das Beispiel anhand von einem Kuchen vergegenwärtigen. Jeder mag Kuchen, hoffentlich, du auch. Und stell dir vor, ich esse jetzt die Hälfte von diesem Kuchen, also genau einhalb von diesem Kuchen. Das wird quasi durch dieses einhalb hier oben genauso wiedergegeben. Und den gleichen Kuchen könnte ich aber auch, wenn ich wollte, anstatt in, oh, der ist ein bisschen krumm geworden, aber stell dir vor, das ist genau der gleiche Kuchen. Den gleichen Kuchen hätte ich auch zweimal schneiden können, nämlich in vier Stücke, also in Viertel quasi. Und jetzt könnte ich ja zwei von diesen Vierteln essen. Also dieses und dieses Stück. Also zwei Viertel. Und du siehst schon, am Ende des Tages habe ich dann die gleiche Menge Kuchen gegessen, also immer noch ein halb. Und lass uns mal überlegen, ob wir den Kuchen vielleicht noch irgendwie anders schneiden können. Lass uns den doch mal in acht Teile teilen, also in Achtel kann ich hier oben schon mal Achtel hinschreiben. Das sind Viertel und Achtel. So, und wie viel Achtel muss ich jetzt essen, um wieder genau auf den halben Kuchen zu kommen? Genau, 4 Achtel. 1, 2, 3, 4. Das heißt, 4 Achtel ist auch ein Halb. Also jetzt siehst du schon, die Brüche hier oben, ein Halb, ist genau das gleiche wie 2 Viertel und das ist auch genau das gleiche wie 4 Achtel. Ich habe immer am Ende einen halben Kuchen gegessen. So, und du siehst vielleicht auch hier oben schon ein Muster, was hier dann passiert ist. Also, was habe ich denn eigentlich gemacht hier oben? Hier oben habe ich von 2 auf die 4 habe ich die Zahl, die unten im Bruch steht, das ist der Nenner, habe ich mal 2 genommen. 2 mal 2 ist 4. Und hier oben habe ich genau das gleiche gemacht. Hier oben habe ich auch einfach mal 2 multipliziert und 1 mal 2 ist 2. Und genau das gleiche habe ich hier hinten nochmal gemacht. 4 mal 2 ist 8 und 2 mal 2 ist 4. Und der Wert hat sich dabei aber überhaupt nicht geändert. Ich habe am Ende immer noch genau einen halben Kuchen gegessen. Also deshalb sind diese drei Brüche hier auch gleichwertig. So, machen wir noch ein anderes Beispiel. Ich hoffe, dann wird dir das alles ganz klar. So, was nehmen wir jetzt? Nehmen wir mal 3/5. 3/5. Und wie wir eben schon gesehen haben, wenn du oben und unten, also den Zähler und den Nenner, mit der gleichen Zahl multiplizierst, zum Beispiel mal 7, einfach nur beliebiges Beispiel, mal 7, 3 mal 7, was ist denn 3 mal 7? 3 mal 7 ist 21 und 5 mal 7 ist 35. Und jetzt wissen wir jetzt 3/5 und 21 35. ist genau das gleiche. Das ist der gleiche Wert, es ist einfach nur eine andere Schreibweise und macht auch eigentlich Sinn, weil wenn du dir diese 7 mal 7 mal anschaust, oder 7 Siebtel sind das ja eigentlich, 7 Siebtel ist nichts anderes als 1. Also wenn du deinen Kuchen hättest und 7 Stücke hättest, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wenn du alle Stücke essen willst, das ist immer noch der ganze Kuchen, also 1. Ja, 7 durch 7 ist 1. Das ist also 3/5, Zähler mal 7 und Nenner mal 7. Hast du ja nichts anderes gerechnet als 3/5 mal 1. Und 3/5 mal 1 kann in diesem Fall 21 35stel sein. Das heißt, an dem Wert haben wir nichts geändert, weil, wie du weißt, jede Zahl mal 1 multipliziert, bleibt immer noch genau diese Zahl. Es ist einfach nur eine andere Schreibweise. Und in dem Fall reden wir eben von einem gleichwertigen Bruch. Machen wir noch ein kurzes Beispiel.
Was wollen wir denn jetzt rechnen? Beziehungsweise welchen gleichwertigen Bruch wollen wir denn finden? Nehmen wir mal 5 Zwölftel. So, und jetzt lass uns mal aktiv einen anderen gleichwertigen Bruch finden. Nehmen wir mal an, wir wollen einen gleichwertigen Bruch finden zu 5 Zwölftel mit der 36 im Nenner. Also irgendwas 36. Wie viel 36 entspricht jetzt den 5 Zwölftel? Und du könntest jetzt wieder dein Kuchen aufmalen, damit du am Endeffekt die gleiche Menge gegessen hast. Wir können es aber auch, wie du es gerade eben schon gesehen hast, kurz rechnen. Und zwar müssen wir uns fragen, mit was haben wir denn 12 multipliziert, dass 36 rauskommt? Und das ist relativ einfach. Das ist einfach mal 3. Ja? 3 mal 12 ist 36. Und genau das Gleiche musst du hier oben auch machen. 5 mal 3. Und 5 mal 3 ist 15. So, und damit wissen wir, eine Möglichkeit für einen gleichwertigen Bruch von 5 Zwölftel ist 15 36. Also, ob jetzt 5 Zwölftel von einem Kuchen ist oder 15 36 von einem Kuchen, ist im Endeffekt, hast du immer die gleiche Menge danach gegessen. Und damit wünsche ich dir guten Appetit. Ich hoffe, du magst Kuchen, wie gesagt, und viel Spaß damit. Tschüss!